Aloha, willkommen zurück hier bei uns im Hafen. Wir haben wieder ein neues Schmuckstück für euch ausgegraben und das wollen wir euch hier in der kurzen Folge vom Ausblick präsentieren. Hier steht der französische leichte Kreuzer Bayard. Haben wir bis jetzt noch nicht so im Spiel gehabt. Wird ein T8-Kreuzer der Franzosen werden. Und ja, sieht total schick aus, der Teil, oder? Das ist wirklich schon mal, optisch finde ich das mal wieder ein cooles Highlight. Ganz, meiner Meinung nach, eine ziemlich andere Form. Irgendwie was vielleicht von Degrasse, irgendwie was von Charles Martel, alles so ein bisschen gemixt irgendwie. Aber sieht echt cool aus, die ganze Geschichte. Ist natürlich wieder, wie immer bei hier Ausblick, alles Work in Progress. Das heißt, das kann sich alles noch verändern, was wir hier jetzt so erzählen. Das Ding hat 4 Geschütztürme und zwar mit jeweils 3 Rohren 152 mm verbaut und hat eine recht beeindruckende Schussweite, wie ich persönlich finde, mit über 17 Kilometer. Und dabei ist der Erkennbarkeitswert hier ziemlich weit runter zu skillen. Wir haben standardmäßig 12,2. Das heißt, wir kommen unter 10 Kilometer und haben dann doch echt einen großen Bereich, wo wir, ja, den wir überbrücken können, ne? Also wo man dann halt nur 9,6 Kilometer aufgeht, aber 17 Kilometer weit schießen kann, das hat so ein bisschen vielleicht Kutuzov-Feeling. Sehr, sehr schnell. Ruderstellzeit 9,3, da kann man dann sicherlich was machen. Wenn man zum Beispiel auf einen Teil der Tarnung verzichtet, kann man ja Steuergetriebe-Modifikation dann noch einbauen und kriegt sogar 40% Bonus auf das Steuergetriebe. Vielleicht ist das sogar sinnvoller, muss man ja überlegen. Ja, die Panzerung ist hier nicht gerade besonders überwältigend. Wir haben hier 13 mm, dann 27. Das ist halt typisch leichter Kreuzer. Sehr, sehr anfällig, die ganze Geschichte. So ertrachte ich das. Ist aber mal auf jeden Fall eine willkommene Abwechslung in dem französischen Baum. So finde ich das zumindest. Charles Martel ist ja ein schwerer Kreuzer. Jetzt haben wir hier einen leichten. Wie der Schussbogen ganz genau sein wird, das werden wir dann alle sehen. Torpedos hat das Ding auch dabei. Hier an der rechten Seite, da an der linken Seite. Es ist ein Papierschiff. So kann man das zumindest sagen. Weil ich persönlich habe keinerlei Einträge für einen solchen Kreuzer in der französischen Geschichte gefunden. Ich habe das einfach mal gegoogelt, französische Kreuzer. Und ja, da gibt es nichts, was. Also da gibt es etwas, was den Namen trägt. Das ist aber schon aus 1800. Das Ding hatte nur Segel damals. Das ist also, ja, ich vermute irgendwie einen Plan, aber der dann nie in der Realität umgesetzt wurde. Wie genau, ja, wenn man dann, müsste man dann sehen. Was mir noch auffällt, ist, für einen leichten Kreuzer ist der Torpedoschutz relativ gut mit 28%. Aber ja, sonst eben, ja, 34.700 Trefferpunkte, das ist so die Ecke, wo viele leichte Kreuzer unterwegs sind von den Trefferpunkten her. Mir fällt da gerade die Wichita ein, die hat ja einen Rumpf der leichten Kreuzer bekommen, hat aber Geschütztürme drauf von einem schweren Kreuzer. Also so ein komischer Mix und der hatte auch so um diese Trefferpunkte herum. Von daher, ja. Flugabwehr 56 wird hier angegeben. Wir haben nur Mittel- und Langstrecke. Wird sicherlich nicht gerade so total prall sein. Gerade die Anzahl der Explosionen ist doch recht gering. Mittelstrecke ist, der Schaden ist okay. Zum Beispiel auch besser als auf einer Lenin. Aber ja, sonst, ja, mal gucken. Also, ich bin gespannt, wie das Schiff hier nachher hier ins Spiel kommt. Wir haben hier normale Verbrauchsgüter drin, die man so auf einem Kreuzer erwarten kann. Wir haben hier ein Schadensbegrenzungsteam, defensive Flakfeuer in Slot 2. Der ist im Austausch mit der hydroakustischen Suche zu verwenden. Also entweder defensive Flakfeuer oder Hydroakustik. Dann haben wir natürlich den französischen Motorboost hier drin und den Hauptbatterie-Nachladebooster. Dieser wiederum ist dann für 15 Sekunden aktiv und reduziert halt die Ladezeit in der Zeit um 50%. Nachladezeit hier ist standardmäßig bei 7,5 Sekunden. Also sind wir dann bei 3,25 Sekunden. Die Turmdrehgeschwindigkeit ist, finde auch ziemlich geil, 15 Sekunden macht erstmal richtig was her, muss ich ganz ehrlich sagen. Mündungsgeschwindigkeit, Sprenggranate AP 870 Meter, der Bogen wird wahrscheinlich also nicht super hoch sein. Ja, also das Ding wird ordentlich zündeln mit den 12%, die sie hier schon standardmäßig mitgeben. Und dann, ja, wahrscheinlich mit EFAE-Pflicht nachher, also verlieren wir dann wieder ein bisschen was an Prozenten, müssen wir mal gucken, wie der Teil nachher dann ins Spiel kommt. Ich persönlich bin auf jeden Fall ein bisschen angefixt, darauf freue ich mich schon. Mir liegt ja dieser Spielstil der leichten Kreuzer aus der Entfernung, den mag ich einfach. Laso oder Abruzzi, so eine Sachen. Das ist ja auch eher auf Entfernung zu spielen und dann eben mit Manöver den Beschuss auszuweichen. Das ist so ein schöner Kreuzer-Spielstil für mich. Naja,
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir jetzt einfach mal unten in die Kommentare reinschreibt, was ihr denn von dem Dampfer haltet. Freut ihr euch da drauf oder freut ihr euch eher nicht da drauf? Sagt ihr, ist ein Schiff, was überflüssig ist oder nicht? Ihr könnt auch gerne Vermutungen anstellen, wie das Schiff ins Spiel kommen wird. Wir haben ja nur die französischen DDs bald mal vor der Haustür. In 2-3 Monaten könnte es schon soweit sein, wenn die russischen BBs halt alle durch sind. Und dann haben sie vielleicht hier ein Themenschiff, was sie dann in dem Themenbogen wieder mit reinbringen. Ist jetzt nur eine reine Vermutung, keine Ahnung, aber könnte ja sein, dass man das dann irgendwie über diese Aktionen in der Waffenkammer irgendwie wieder freischalten kann, möglicherweise. So, jetzt soll es das aber von meiner Seite aus gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet euch wieder ein paar Informationen bieten, die ihr gesucht habt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben und ein YouTube-Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Wenn ihr weitere Informationen zu World of Warships sucht und das nicht nur bei YouTube tun wollt, sondern vielleicht auch bei anderen Kanälen, dann könnt ihr uns auch finden. Und zwar bei Facebook, Twitter und Instagram, jeweils unter SeaCrowds einfach suchen, dann findet ihr uns. Bei Facebook bringen wir euch ja auch sämtliche Nachrichten auf Deutsch, die den Supertest betreffen und auch World of Warships Codes und so weiter und so fort. Also, bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Haut rein, euer SeaCrowds-Team, euer Marara. Ciao, ciao.